Herr Fischinger, 4:0, dass es so deutlich wird, ist eine Überraschung, oder? Ja, definitiv, definitiv. Ja! Yeah! Und das war auch eine Überraschung. Das war auch eine Überraschung, ja klar. Aber da ich lasse alles machen heute mit mir, kein Problem. Was war ausschlaggebend, dass Sie das Spiel so dominiert haben heute? Ich glaube, wir haben die Gedanken auch noch im Halbfinale gehabt, weil wir am eigenen Leib gespürt haben, was es bedeutet, was man investieren muss, um so ein Spiel zu gewinnen, weil das ist anders wie ein Ligaspiel. Und die Vorbereitung heute im Elsterl-Hotel, wie wir das gemacht haben, Nationalmannschaftsflair, wir haben tolle Einspieler gehabt. Es war motivierend, die sind schon so in den Bus gegangen, die konnten es gar nicht erwarten, hierher zu kommen. Und die ersten 10 Minuten war alles noch verhalten. Das ist klar, wenn man dann sieht, die Kulisse, das ist ja für die auch Neuland. Aber was sie dann konzentriert das gemacht, aber ohne Fehler und mit 2:0 in der Halbzeit gehen. Und entscheidend war einfach so die Viertelstunde nach der Halbzeit, dass man die Null halten konnte und nicht irgendwie aufs Dritte losgerannt sind. Das haben sie sehr diszipliniert gemacht. Das Dritte kam dann zwangsläufig und dann war es eigentlich durch. Das haben wir geschafft. Ich bin natürlich überglücklich, aber ich glaube, dass ich es verdient habe. Kriege ich eigentlich auch mal was zu trinken und nicht nur immer die Birne oder was. Und deswegen haben sie es auch verdient und jetzt nehmen wir die Leine los und freuen uns einfach, dass wir da dabei sind im DFB-Pokal. Das hat Waldkirch ja schon mal geschafft, aber ich möchte es jetzt einfach auch nochmal toppen. Aber jetzt sind wir erstmal glücklich. Die Fans haben einen enormen Rabatz gemacht. Welchen Anteil haben die? Diesen Anteil kann man gar nicht groß. Also ich glaube, dass es 90% für uns war. Das war ein Geräuschkulisse, das war unglaublich. Ich bin so stolz auf die Leute, was da die ganze Abteilung, ich glaube, kein Jugendspieler fehlt. Alles Waldkirch ist leer gefegt, was die gemacht haben, wie die uns gepusht haben in der Halbzeit, denn die Jungs gezittert, weil sie gesagt haben, so Atmosphäre hat von denen noch keiner erlebt. Ich selber muss sagen, das war einfach Gänsehaut. Ich habe es jetzt noch und die sind alle noch da, die haben einen riesen Anteil. Und ich würde am liebsten zu jedem Einzelnen drücken und handschütteln, weil das war einfach klasse. Und das war ein ganz großer Anteil, dass wir hier Pokalsieger sind. Hen, diese Fans, definitiv. Was wird in Waldkirch jetzt los sein, die nächsten Tage? Empfang im Rathaus? Dass wir die nächsten 3 Tage Waldkirch nicht sehen. Wir sind jetzt erstmal in Freiburg. Die Kölner Botschaft haben wir reserviert. Und da lassen wir jetzt erstmal was Kölsch auf. Und dann renne ich den Jungen nach. Ich bin ja schon 50. Ich weiß gar nicht, in welche Schuppe man geht. Aber ich gehe den Jungen heute Abend mal nach und denke, die haben eine Idee. Ich verfolge sie einfach und freue mich und bin dankbar. Jetzt im DFB-Pokal, ich habe gehört, der Wunschgegner ist der 1. FC Köln. Ich bin feuriger FC-Fan und das würde ich mir wünschen, aber jetzt ist ja klar, dass wir alles nehmen. Wir sind dabei und das ist für uns eine Sensation und die Jungs können das noch gar nicht kapieren, was jetzt passiert ist. Alles Gute und viel Spaß. Alex.